Ah, jetzt sind wir bei der dritten Map angelangt. DE Mirage ist es. Und es fehlt nur noch einer. Und dann kann die Fall wieder losgehen. Ich hoffe, die Soundeinstellungen sind relativ okay. Zwei Minuten noch. Der Call von Remy. Da ist direkt wahrscheinlich noch eine Rauchen. Und dann kann es weitergehen. Nein, doch nicht direkt. Direkt ist ja auch schon da. Onliner. Onliner. Auf dem Server. Aber nochmal die letzte Chance, die ich jeder einspielen kann. Die letzte Aufwärmphase, bevor es dann losgeht. Leider auch schon dazu gestoßen. Haben wir jetzt nochmal kurz AFK, wie es aussieht. Nochmal pissen oder so. Das 2 hat Freistaat Sachsen. Das Comeback feiern dürfen, konnte die Map für sich gewinnen. Und so ist jetzt die letzte Map. Die Entscheidungsmap. Wer kommt weiter? Wer kommt ins Finale? Ich glaube Finale. Vielleicht wer nicht. Mal nachschauen. Jetzt ich am Blödsinn erzählen. Nein, im Semifinale. Toll. Ich bin ja so eine Pfeife. Aber es gibt auch Lower Breaker. Das würde noch mal spielen sehen können, den Verlierer. Bei Wien versus Niederösterreich, schauen wir mal kurz rein. Sie hatten erste Map Tuscan, da hat Oberösterreich gewonnen mit 16:6. Cage hat Wien 16:7 gewonnen und letzte Map ist auch Mirage. Watchet ist derzeit noch 0:0 und gestreamt wird das Ganze, dadurch ich ja vorhin nicht wusste. Ich bin zu faul, zu schauen bei UnskillerCast wieder. Wenn ihr das auch sehen wollt, einfach dort auch mal vorbeischauen. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass man Tuscan auch spielen kann bei der Esel DLM. Finde ich relativ cool. Und jetzt fehlt nur noch Remy, der da was vorhin geschrieben hat, noch 2 Minuten. Wird den Ready Call, dann kann es losgehen in die Knife Round. Niederösterreich gegen Sachsen, die dritte. Und Ready wurde gecallt. Und jetzt geht es wieder in die Knife Round auf B, ich meine auf H. Und dann können wir wieder sehen, wer die Überhand in der Knife Round hat. Wer callen kann, welche Seite sie wollen.
Ofen konnte den ersten Knife Frag machen, aber Breck konnte den Re-Knife Frag. Breck auch mit dem zweiten, mit dem dritten Knifer, vierten Knifer. Und Tamer macht den Schlussknifer. Und dieses Mal entscheiden die Sachsen, wo sie spielen möchten. Sie wollen als CT starten. Das ist ihr gutes Recht. Die letzten Readies. Dann heißt es ab in die letzte Runde, ab in die letzte Map. Wer kommt in die Semi-Finals? Jetzt kann es endlich losgehen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie Niedösterreich jetzt anfangen wird. Ich schätze entweder schneller B-Rush oder langsam A. Es sieht momentan eher nach B-Split, also A-Split mäßig aus. Zwei über Connector, über andere. Aber Sachsen pusht durch. Online hat den ersten Frag gegen Breck. Trabi schon on spot auf D. Kann den Frag gegen HNX setzen. Tamer konnte online rausnehmen. Und boah, Xerox konnte Remy rausnehmen. Und Vanya Tamer. Und es lebt jetzt nur noch Xari. Xari über Mitte. Richtung D wahrscheinlich. Doch es noch nicht überrissen hat, dass A geplantet wurde. Sehr guter Move von Niederösterreich. Beziehungsweise der Try war gut mit dem Push, aber so wissen sie jetzt nicht hundertprozentig genau, wo die Bombe liegt. Aber jetzt kriegt Sorry einfach straight auf A, probiert es zumindest, wo dort die meisten Gegner sind. Aber kann oben noch rausnehmen, aber stirbt jetzt dann nach der Runde. Die erste Runde geht an Niederösterreich mit einem guten ersten, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was die Songs dazu, was es war, das war für irgendwas gerade. Und da habe ich jetzt einfach mal eine Connect, Palace. Hat Palace momentan relativ, hat Gear. Rein, das druckt nicht halt aus. Breck mit der Scout-Minute, aber Vanya kann Breck erfolgreich rausnehmen. Mit der MAC-10 ist jetzt auch schon Connector drin. Ich kann callen, einer ist mindestens CT. Jetzt ist die Frage, kann Serons den richtigen Break machen? Nein, Vanya macht den Break gegen HNX. Und Vanya wurde von seinen Teamkollegen angeschossen, hat natürlich zurückgeschossen und Ravi konnte noch einen Break setzen. Sorry,
hat jetzt verloren gegen Ofen und Hammer mit der Eagle für 40 Frags zu setzen. Kann auch zwei noch machen. Aber der Rest bleibt safe. Bis auf Onliner, er probiert den letzten Mann zu bekommen. Ist schon auf B drauf. 30 Steps. Und kann den Frag setzen. 2 zu 0 für Niederösterreich. Ja, es ist schwierig. Ich bin hier froh, dass ich nicht hochdeutsch kann. Aber man muss versuchen, hochdeutsch zu reden, weil kann ja sein, dass ein paar Deutsche mitschauen. Und die wollen ja ein bisschen was mitkriegen, was ich reite. Open geht sehr gut. Kaum ersten Frag gegen Xari machen. Onliner kaum HNX ausfragen. Dieser hat jetzt nur 51 KB. Und Trabi holt sich jetzt die Bombe. Break nur noch alleine auf A. Deswegen war schon die ganze Zeit alleine. Aber waren ja sehr gute Shots gegen Break. Break ist in der Falle. Und das war's. Der Rucks kann den Break setzen. Jetzt wird geendet. Onliner durchpusht bei CT. Kann Remy rausholen. Und nur noch Tama und HNX dort. Tama, jetzt letzter Mann. Serums. Macht den Frag. 0 zu 3. Für Niederösterreich. Diesmal flawless. Gegen Sachsen. Der Speedy, ja, das ist klar, dass du es nie dabei und mich verstehst. Banya steht auf Palace Kills. Break mit der AWP. Wieder am Start. Dieses Mal wird A mit Smokes kommen, wie es aussieht. Remy kann online rausnehmen. Prägt Rabi. Einix Serums. Einix Mania. Und nur noch Open da. Aber Open konnte nur einen Frag machen. Und das war's, die erste Runde für Sachsen. Das erste Mal gut dagegen gehalten. Recht. Boah, hat die HE gefressen mit die Hacks. Wurde gegrilltes Vanya angeboten. Hoffen mit der AWP. Bei B. Jetzt hab ich verkauft, sorry. Hoffen destroying. Ja. Kann man gut vorgepusht. Onliner fischierst mit der AWP. Jetzt auch nur noch mit 29 geben. Jetzt wird es schwierig wie in Niederösterreich diese Runde zu holen. Aber wir probieren es nochmal über Mitte. Zu zweit. Rabi und Xerox gehen jetzt Connector. Aber Remy Kalkhorn kann das Connector. Wurde aber jetzt vom Onliner geholt. Hammer konnte Xerox holen. Aber einiges in den
Michael TV die letzten zwei Frags setzen. 3 zu 2. Mit einem Opener gegen Ofen. Konnte aber noch relativ frisch schon anrichten. Frag. Mit 2 Frags, mit 3 Frags und das war's. Bombe wird defused. 3 zu 3, der Ausgleich ist da wieder sehr strong gehalten. Von Sachsen. Und irgendwie kommt Niederösterreich einfach nicht auf dem A. Spot. So heißt, jetzt werden es wahrscheinlich wieder Mitte ansprühen, werden Mitte Kontrolle versuchen zu kriegen und dann in Richtung B probieren. Schätze mal tief. Ping eskaliert bei, sorry, dezent, ja. Die Mauer muss weg. Ja, jetzt war's. Warten, Breakout schon kalt. Sie warten eine Minute. Wenn's nix wird mit dem Ping von Xori, dann hast Stand-in, muss her. Dann kann man nur hoffen, dass das Stand-in gut eingespielt ist, damit er jetzt mithalten kann und dadurch beide Teams mittlerweile auch schon eingespielt sind, schon warm gespielt sind. Wie schaut's aus mit dem Ping? Ping ist noch immer steil. Weg. Hat dann easy 8er, 9er Ping. Ja, jetzt hast du 10er Öfer. Aber fuck sorry, geht der Ping wieder oben und ich glaube, er bleibt noch länger da. Anpause wurde gecallt. Ob das jetzt schon ein bisschen zu früh war. Sorry, nochmal mit fast ein 100er Ping.
Ja, Speedy. Was soll ich da noch für sagen? Ist ja gut, dass er ja, ja, schon warm gehalten hat. Wieso sind die Finger immer warm, ne? Jetzt nochmal Pause. Ding ist nochmal steil gegangen. Aber jetzt doch anpassen. Was jetzt da? Es gab früher Tabaluga-Eis im Osten. Damn, ich glaube, das kennt sogar ich noch, das Tabaluga-Eis. Das kommt mir halt ziemlich bekannt vor. Ich fand Bananensplit relativ geil. Ja, ich fand auch geil. Hab nur die Banane gefällt. Oh weh, der Born. Alle voll motiviert. Jetzt ist Xori geliebt. Wahrscheinlich jetzt das Stand-in. Das, was bei euch die Berge sind, waren bei uns die Mauern. Ist okay. Ah, Herrgott, lass ihn rennen. Okay, nicht schlecht. Dann ist was gut, dass er aus Stand-in reinkommt. Servus, sorry. Schade für dich, dass der Ping nicht passt. Aber willkommen im Stream. Jetzt kannst du mal deine Mates zusehen. Ah, ein bisschen Hirnringen schadet denn ich. Muss ja nicht zu viel sein, nur halt so ein kleines Stückel. Assa tritt für das Team Sachsen ein. Assa voll motiviert, alla Bitches, jetzt kann's losgehen für ihn, ausgesehen, aber. Wollen dann los safe haben. Voll zuschauen darfst du nicht was zu schreiben. Wollt ihr noch Mama und Papa grüßen, wenn ihr schon dabei seid? Was wird jetzt der Niederösterreich probieren? Das ist eine gute Frage, gell?
halt irgendwie suboptimal, gell? Wenn wir würden gerne Ofenmeister grüßen. Das auch. Weiß Wizards, ich weiß nicht, ob das geht. Es ist gut, dass du Schnellspritzer bist, Speedy. Oh, weißt du was? Ich hab's schon ausgerichtet, dass ich schöne Grüße von dir ausrichte. Dann freut sie sich ja. Immer der Rauchpausen. Überhaupt keine guten Vorbilder. Auf 120 Tastenschlägen. Es bietet, das stimmt, ein bisschen Spaß gehört immer dazu und es freut mich, dass wenigstens du voll motiviert bist und Vollgas einig schreibst. Weil der Rest wahrscheinlich hat's auch noch so offen nebenbei liegen, Ton komplett ausgemacht. Den Dodel, den Ripper, den wollen wir nicht zuhören. Die größten Pfeifen, was es gibt. Aber hier jetzt die Anpause von Onliner, der Raucher. Und ab geht's. Jetzt wird Mitte angespielt. Frake kann wohl keinen Frake in der Mitte setzen, aber hat schon mal Hits einstecken müssen. Jetzt geht's Break zurück. Hat Angst vor einem Boost. Vanya wird wieder rausgekochelt. Jetzt mit Lower B. Hammer, Short Close, Asa steht relativ gut. Hätte aber Vanya locker holen können, wenn es gewusst hätte. Aber hätte Fahrradkette. Und prägt nur noch mit 7 HP, Asa mit 41 und 32, Ofen mit dem Frake gegen Tammer, aber Frake steht schon da mit AWP, kann auch Xerungs rausnehmen, aber hat keine Chance gegen Ofen. Asa konnte Vanya erfolgreich rausnehmen und auch Trabi mit dem Refrag und die Bombe wird geplantet. Nur noch Remy und Hainix im Leben gegen Trabi, Ofen und Onliner. Hainix wurde bei Short rausgeholt. Und nur noch Remy im Lane. Remy ist leider verschossen. Beziehungsweise sehr gut gemoved von Trabi. Und jetzt wieder gleich von hinten. Frag, nein, er probiert zum Safen. Direkt auf den CT-Spawn. Na. Oh, what? Er will halt nicht called werden. Er will die AWP noch irgendwie haben. Aber Onliner ist da. Setzt den Frag und nimmt nicht seine Dringler. Sind wieder Mitte eingenommen. Diesmal wird direkt gleich rausgebrannt, kann aber Trabi noch
Dylan? Ich wollte gerade irgendein anderes Wort sagen, aber mir fällt das ein. Onliner Stitcher Kills. Vanya. Kann auch Remy auch hitten. Ja. Schade irgendwie. Ofen pusht durch. Aber Tammer steht so gut, kann Ofen braggen. Onliner mit dem Frag gegen Brack. Und Azar alleine auf B. Schaut jetzt schon Richtung Kitchen. Azar mit dem Team Frag gegen Remy. Und Tammer kann die Runde safe machen. 4 zu 4. Ja, der Speed, da kann ich da recht gehen. Wenn man das geht, nur einer schreibt, ist ein bisschen schwach. Aber wie gesagt, wahrscheinlich kannst du es nur so nebenbei offen haben und werde jetzt nach dem Major schauen. Und das ist immer so, die Schreiber. Und es wird eine schnelle B-Go über Mitte. Hammer Kao Xerox grillen. Doch Trabi hat einen Frag gemacht, man wurde rausgeholt von Assa und online macht einen Refrag. Frag steht schon, Kitchen Close. Hat leider verschossen. Gegen Onliner. Und jetzt da ist Remy da und Frag. Ich glaube, das war der Remy. Ja. Bombe wird derweil gelegt auf A. Schauen, ob es mit dem rechnen. Jetzt rechnen es damit, jetzt gehen sie um mich. Aber wann ja steht's? Oh, war er zu gut gestanden. Leider hat er den Frag nicht mehr schaffen können. Gegen Remy und das war's. Remy, ich will noch ein bisschen Zeit aus sich hinten. Das war's, 5 zu 4. Sachsen geht in Führung. Da kann er noch recht gehen. Ich finde die Undercover Games eigentlich eher mehr interessanter. Einiges mit dem Frame. Opener gegen Open. Remy kann sehr uns aus einem Onliner kaufen, nichts, doch noch irgendwie holen mit der Deagle. Aber Spot ist jetzt clear, das ist safe. Remy jetzt noch mit dem Frag gegen Onliner und noch Vanya am Leben. Vanya mit der Deagle. Und die CT ist relativ safe, der war noch. So, Remy ist einziger mit dem Blick auf Spot A. Wo jetzt hat die B-Light auch schon langsam Schirm. Der Shot, der ging ins Leere. Aber das war's. Asa kann den Vanya zerstören und so geht die Runde wieder an Sachsen. 6 zu 4. Habe ich mit dem Opener gegen Heinix. Jetzt geht's noch schnell. Remy steht onside. Vanya sieht nicht! Offen kann aber Remy noch holen. Und die Cam ist immer bei Vanya. Assa gegen Xerons und Breck. Assa nochmal. Und es lebt nur noch Onliner. Onliner mit 45 KB. Die Smoke genau im falschen Moment weg. Und das war die Runde wieder. An Team Sachsen 7 zu 4.
wieder Smoke Go Richtung A. Die stellen sich ja zumindest schon mal so auf. In meiner Mitte durchpushen. Wird auch ein Connector schon geholt durch Hynix. Und jetzt können wir die Smokes. Und der Go kommt auch ins Rollen. Flash war nicht schlecht. Amy wieder on spot gewesen, aber Krabi kann man nicht ersetzen. HNX ist auch gecallt. Aber Breck hinten CT mit AWB und Asa kommt auch schon. Sie haben geschaut, genau vollständig mit Breck und wurde auch schon vom Connector angefragt. Und Trabi wurde von Netz geholt und Frack mit dem letzten Frack gegen Ofen 8:4. Dieses Mal mit dem Eco Push Richtung B. Ich hoffe, sie haben einen Smoke dabei. Offen hat er Smoke. Asa mit dem ersten Break. Die Smoke Break. Boah, Tama konnte dann Break setzen, aber Asa lebt immer. Asa kann nochmal 2 holen. Und Remy ist auch schon da zur Hilfe. Und es lebt nur noch Onliner. Erster Frag von Onliner. Jetzt wurde gecallt, Asa war noch hinten. Reck verschmeißt die Flash. Und der Steps muss erklärt haben. Das hat er Onliner mit dem Fracking HNX. Aber Breck steht schon sehr gut da. Und schaut schon, Short up. Und Asa schaut Connector ab. Beziehungsweise halt. Sniper Nest. Na, sneaky peeky, Break schaut aber genau her. Und das war's leider. 9:4 für Sachsen. Und day lange Overtime. Hat Niederösterreich total ausgekaut. Nicht Overtime, die day lange Pause. Hat Niederösterreich total ausgekaut. Mit der AWP steht jetzt so vor durch die Mitte, um eventuell einen Frag zu setzen. Dieses Mal Standardaufbau von Niederösterreich. Schauen wir mal, wo sie Frags setzen können. Der Ofen spielt doch relativ viel mit seinem Leben. Serungs muss aufpassen bei Break. Aber Break war schon da genau richtig zur Stelle. Konnte einen First Track setzen gegen Serungs. Dann ja. Ich weiß jetzt, dass das einer Underpass ist. Underwood. Rabi schnappt sich die Bombe und geht auch Richtung A. Ausschaut, wollen sie jetzt ein Agro machen? Break mit dem Vorteil, dass er die Achse schon gesenkt hat. Onliner, keine Chance, Break steht einfach zu gut. Und nur noch Travi am Leben, aber Travi wurde, ich würde es jetzt sagen, überstuhlt. Wurde halt geholt. Taktischer Zug, jawohl. Ja, ja. Bis vor dieser. Letzte Runde in dieser Hälfte. Aber im Rasch habe ich schon viel gesehen.
Eben 1 zu 14 und dann 14 zu 14 und solche Späße habe ich schon ausgesehen. Anja steht gut. Genau, Remi rausholen. Aber wurde wieder angefragt. Heinig steht noch on spot. Kann aber keinen holen. Nur ein bisschen schauen lassen da und prägt. Für ihn liegt die Smoke halt zu gut. Bei ihm ist einfach die Smoke optimal klein, hat dann Sport auf dem Kopf, konnte durchsehen. Und jetzt, was das Boosted war. Onliner. Let's go, nur low HP. Und jetzt wieder weggebrannt. Das war's. Onliner gegrillt. Frisch auf dem Markt. Und jetzt wird die Bombe gekriegt. Für T. Ofen mit Frag gegen Assa. Nur noch Break am Leben. Kaum Break ist klatschen, oder ne? Rabi kommt schon von hinten. Oder auch nicht. Aber jetzt war so, dass einer im Jungle ist. Vorne wird hinten sein. Würde sie denken. Rabi, was ist wrong? Aber jetzt hat er einen Frag. 10 zu 5. Gute Hälfte. Jetzt haben sie wenigstens 5 Runden, jetzt ist noch alles offen. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir relativ kurz schnell verschieben schaffen. Bin mal raus, 6 Grad Dose spielen. Oh. Drei Mann B-Stack und Ofen kann callen. Erste Runde. Das ist richtig arschig. Aber gut vor Ofen. Xerungs mit zwei schönen Headshots, mit zwei Bullets. Anja mit dem Frag gegen Assa und es lebt nur noch Break und das war's. Auf dem Free Fight so lange hin, bis er richtig gestanden ist. Erste Runde der zweiten ging an Niederösterreich. Erste Runde im Ball. Sick wie Sau, das erwartet man am seltensten, aber es tun doch einige Leute. Das kann halt doch die Routine rausnehmen. Base vs. Gambit auf Overpass. Startet jetzt. Währungs mit dem ersten Frag gegen Assa. Der First Track ist gefallen für Niederösterreich. Kann Niederösterreich jetzt daraus was machen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. 1x. Steht Stuhl. Sehr gute Flash von Xerungs. Aber jetzt der Easy Kill für Remy. Wenn der Dennis verhaut hätte, wäre es traurig gewesen. Onliner mit dem Frag und Vanya mit dem Frag. Hat nur noch Frag am Leben. Der war Connector, aber das war's. Onliner mit dem letzten Kill. Dieses Mal geht für Sachsen straight auf eine neue Runde. Und DHE hat Remy richtig durchgefressen. Vanya probiert, schafft leider nur 2 Kills, aber Klärungs da wieder mit 2 Frags und das ist der dritte. Das war's. 10 zu 8 für Niederösterreich. Diesmal sehr gut gespielt. Gut DHE gehorchen. Bei Klärungs DHE ein bisschen zu spät gekommen, aber hat gut geklärt.
Ja. Aber Niederösterreich war weit verstrahlt. Deswegen, also so Standardaufbau sind es komplett die gleichen. Und ist relativ gleich, aber. Frag mit dem Anhit gegen Vanya, aber Vanya konnte den Frag noch durchsetzen, hat aber nur noch 17 HP. Jetzt darf er jetzt nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, er muss jetzt mehr auf Safe springen. Jetzt wird wieder A mehr angespielt, die Bombe liegt aber noch irgendwo. Das heißt, einer muss zurückrennen und muss die Bombe holen. Hammer hat verloren gegen Xerons und Asa mit zwei Frags, mit der HE und Kobe. Und Trabi ist schon da mit der. Und Trabi. Trabi gegen Asa nicht verloren und Ofen gegen Asa verloren. Schade. Schlecht zum Schluss von Niederösterreich gespielt. Kein Fokus gehabt auf Mittelmeer, einfach gedacht, das sind schon direkt auf A drauf und das war halt dann doch der Todesstoß von der Sachsen. Aber hier jetzt wird es Richtung B angespült. Online ist diesmal mit 3 AWPs, B AWP, Mitte AWP und A AWP. Läuft richtig gut bei den Niederösterreichern, die haben das Geld. Wer hat, der hat. Wie ein Mädchen, Alter. Guten Kakaoen, es fliegt ziemlich arschvoll Zeug da bei mir. Es kann noch einer herschieren, bitte. Jetzt kommt der Rush. Also steht schon bei K. Aber der Rest, sie verschieben zu langsam. Auf den ersten Frag, auf den zweiten Frag, Asa gegen, auf den Trabi konnte dann einen Frag machen. Und Remy und HNX noch am Lane. Aber sie schieben jetzt auch schon langsam zurück. Und was sie gesehen haben, halt, na, das ist nicht so gut gelaufen. Onliner mit dem Frag gegen HNX. Und nur noch Remy am Lane. Und jetzt kommt aber die Bombe gespottet. Und das sollte gelaufen sein, ohne viel Schwierigkeiten. Ja. 11:9 für Niederösterreich. Wer kann, der kann. Ja, das geht auch, ja. Besser als wie du gesagt hast. Und dann, also er hat sich ziemlich stark für ihre Kämpfe. Ah, und einer mit sehr guten Brand. Kommt genau richtiges Timing. Aber jetzt muss man schauen, dass er safe kommt. Und nein, er peakt in der Mitte. Und die Sachsen da komplett verstrahlt. Und dann noch wenn wir probieren es Fresh Tracks oder was? Achso, gegen Onliner, keine Chance, Onliner konnte nicht mehr selbst holen. Und Xerion schon als Hilfe da für Onliner und konnte Onliners Lame retten. Gegen Remy, Tama ist schon Richtung B gegangen. Aber Trabi war schon da. Und Onliner pusht schon komplett durch, härte Steps, ist schon hingeführt und das war's. Der goldene Schuss von Onliner mit der 5-7. Und es steht 11:10. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also beide Teams sind dann relativ unsicher auf T. Die Sachsen haben sowieso erst eine Runde. Aber wie gesagt, beide relativ unsicher auf T-Seite. Probieren so wenig mit Pushes, mit schnellen Goes. Aber diesmal wird ein schneller A-Go werden. Auch schon sind schon alle, jetzt kommt der A-Go. Erst ist gefallen, Rani ist gefallen, nein, nichts gefallen. Zero. Online ist gefallen, sonst A-Down.
Und Zete ist auf 4 oder auch nicht. Remy, wohl kann man nach 4 halten. Und nur noch Trabi am Leben. Trabi gegen 3. Kann man es machen? Kann man es klatschen oder kann man es nicht klatschen? Leider nicht. Es war überhaupt nicht auf seinem Schirm, dass Assad noch hinter der Box ist. Und einfach aufspringt. Einfach eiskalt. So ein Move macht. Den hat Trabi nicht gerechnet. Dieses Mal wieder Standardaufbau. Wird jetzt wieder geschaut, wo kommen die ersten Frags, oder nicht? Ja, ich finde es jetzt echt wenig Smokes. Ja, Bot wird gehittet, aber Onliner steht auch schon perfekt da im Connector. Kaum Frag erzielen. Gegen Tama. Und die Killcam ist wieder dort, wo ich seit haben will. Sehr schöne HE von Vanya. Aber Heinig steht auch nicht schlecht. Onliner Kalkorn, das ist noch einer. Hat leicht Hit kassiert. Jetzt ist ganz komplett Mitte. Hoffen sie sich irgendwie das Short an der Push, aber Short bleibt straight auf B. Und Onliner sneakt vor und holt auf den Arsch. Das war nochmal sneaken, er hupft vor und holt den Arsch weg. Bandbreak und Xerungs mit. What the fuck, Heddy? Es war. Na, bei mir war er gerade auf die Haxen, aber okay. Asa, Minfrag gegen Onliner. Und jetzt nur noch 2 gegen 4 und beide haben AWP. Ist suboptimal. Man kann auf gut gehen, aber ist suboptimal. Vanya mit dem Frag gegen Asa und nur noch. Nein, nix, aber das war's. Vanya regelt das. Es steht 12 zu 11. Kaum Overtime werden, wenn es so weitergeht. Aber halt wieder total broke. Wie sagt man? Our money broke und es wird jetzt schneller. Naja, dann mal schneller. Aber Onliner pusht vor und kaum Korn vor B. Alle. Hat es leider nicht geschafft, mehr rauszunehmen außer einen. Remy. Und mit XD Hi. Was seid ihr? Und noch immer alleine B. Würde man ja verkitschen, außer mit der ABP. Kann man machen. Wenn es funktioniert, ist gut. Wenn es nicht funktioniert, dann war es nicht so gut. Aber es finde ich gut, dass Trabi und Xerungs noch immer straight auf A bleiben, weil. Dabei haben sie noch Zeit. Sie kennen noch immer A, gell? Aber sie wollen B probieren. Der Ofen hupft dort zum Spotten und zum Callen. Ja! Da kann man's pushen. Help me. Kann erstmal, kann zweiten machen. Kann mehr machen. Nein, Break macht einen Refrag. Und ist es straight. Aber Vanya und Trabi regeln den Bombenspot noch fertig. Und das war's. 12 zu 12. Asa. Total motiviert. Rot stand in einer komplett einkürzenden Teammates mit die Frags her. Er will das Ding nach Hause bringen fürs Team. Und Onliner momentan Top-Fragger. Wird relativ gut als Over. Ah, seine Pusher ist relativ gut ausgesucht. Immer kurz Timing. Und dieses Mal wieder Argo mit kompletten Smokes, Serungs. Travel, Vanya und Onliner haben es jeweils auf Wechseln, aber Xerungs macht die letzten 3 und das war die Runde. Sehr schön gehalten
Frag Xerox und für Online und Online und Vanya, dass sie die ersten zwei Frags openen haben können. Der Ivan ziemlich wichtig. Ja, das Video, jetzt glaube ich, dass der Onliner mit dem First Break gegen Break hat das Capital besser predicted. Dann mit der AWP vom Break. Push jetzt langsam. Boah, sehr schöne Flash. Online total blind, was ich direkt setzen kann, aber Remy ist jetzt auch gecallt. Die Bombe. Jetzt wieder Richtung A. Wenn es jetzt B gegangen war, dann hätte ich so richtiger sicker Move. Aber Vanya steht nochmal doch mit AWP. Kann einen Frag machen, kann einen zweiten Frag machen. Dritten Frag. Und jetzt ziehe ich die Bombe weg. Jetzt sollte einer wegmoven Richtung B, einfach Sicherheitshalber. Vanya geht schon mal über Mitte. Währenddessen ist die Bombe einfach schon mal straight auf B an. Asa. Macht Asa. Wasser, schwarzes Orner. Vanya total verschossen. OMG. Und jetzt kommt schon Xerox dazu. Aber Asa steht schon. Chunky. Asa mit dem Frag. Vanya kann aber den Refrag setzen und wird die Bombe defusen. Und ich sage 12 zu 14 für Niederösterreich. Und momentan, man muss sagen, da hat Niederösterreich fast eine IZ-Base overgespielt in der Runde. Aber es wird ein knappes Game, glaube ich. Und meiner Schatscher direkt an der Pass. Wo ist jetzt der Todeswurfer, glaube ich? Abi wurde geholt mit der. Er wird jetzt richtig mad sein. Onliner kann erst Break setzen. Was ist denn das oben? Ah, das war's. Break hat den Kurt. Und Ofen noch auf B. Um die Stellung zu halten. Und Xerons. Xerons! Ja, habe ich auch richtig ausgebrochen, Alter, ich komme gar nicht mehr zusammen. Steht noch auf A. Und die Bombe weiß halt nicht, wohin es gehen soll. Die sind in der Überzahl. Wenn sie jetzt einen richtigen Spot auslegen, haben sie die Chance, noch einen Gegner zu treffen. Aber sie gehen auf den richtigen Spot. Jetzt kann Xerox callen, Steps auf A. Wenn er jetzt richtig gut overspielt, kann man einen Bombenblender rausnehmen. Leider tut das nicht. Und Tama den ersten noch und Asa den zweiten. Und nur noch Xerox alleine gegen 4. Macht er 4K. Jetzt ist er gecallt. Das heißt, safen gehen. Offen sein Worten. Erst, was machst du da? Yep, das war's. Da wurde schon empfangen von Breck. Mit offenen Kugeln.
16 zu 13. Steht es, by the way. Haben wir mit dem First Strike gegen Drabi auf Connector. Aber online haben wir einen Refrag gegen Tammer. Der uns nach Unterholz. Hat die Sniper normal so gekehrt? Kann callen, hey, push und alles AWP aufpassen. Drake hat einen Unkittet durch die Wall. Der ist nur mit 28 KB. Und da wurde vor Assa geholt. Und jetzt wird's Argo. Remy holt Bunny raus und das ist nur noch Ofen und Onliner. Der erste Frag gegen Drake, sehr schöner Frag. Wichtiger Frag. Wurde sagt da einiges, wurde noch extrem angehittert, nur noch 4 HP. Wäre machbar die Runde, aber einiges sehr stark. Und Assa richtig ausgemoved und das war's, 14 zu 14. Holy moly, was für Game. Rabi und Xerox mal Richtung, also Xerox Busch gleich mal komplett durch. Bei Palace. Rabi wird von HNX schon beobachtet und der First Strike ist gefallen. Für für Sachsen. Second Frag von Tama gegen Manja und Trabi. Momentan jetzt alleine auf A. Auf und online denken es wird B. Was das mal gut ist, weiß ich nicht. Alleine mit einem Frag gegen Tammer. Aber Remy konnte den Reflex setzen. Und der Flash, der war halt für gar nichts. Open keine Chance gegen Assa. Und nur noch Trabi am Leben. Und Trabi mit der 5-7. Was machen kann. Jetzt wieder schon rausgebrandet. Der HE war jetzt an der Überburner. Der Assa schießt schon mal in die richtige Richtung. Boah, was für sicker Flick-Mover Assa. Da hat er ihn doch mal im Augenwinkel gesehen gehabt und konnte den Frag gegen Trabi setzen. So steht es 15 zu 14 für Sachsen. Jetzt heißt es Overtime oder Los für Niederösterreich. Bombe geht mal slow Richtung A. Ofen, wenn er jetzt einmal springt, dann ist er tot. Wird jetzt vor zwei abgeaimt.
Remy schon durchgepusht. Kann man mit einem Zeus unterwegs? Er will nur einen Zeus haben. Remy mit dem Frag. Irgendwann ja. Aufen wurde jetzt auch von hinten geholt und Trabi und Xerong sind die letzten zwei gegen 5. Und ich würde auch callen, so wie Niederösterreich. GG, well played, a hot game, Asa too strong und das war's. Ja, GG, well played. Remy, richtig versaut. Gerade zu viel gespoilert oder gerade zu früh ums Arsch lecken. 16-14 für Sachsen, hartes Game, hart zum Zuschauen, aber verdient, eindeutig verdient. Und ich werde euch jetzt nochmal zum Endscreen schicken, beziehungsweise noch ein bisschen Musik geben, dann wird das Stream off sein. Währenddessen schaue ich, vielleicht schaffe ich noch irgendwann weiter zum Leiten, vielleicht streamt noch irgendwer. Ansonsten, schönen Abend euch noch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bin raus.